einen Stiefel, so einen magischen und halt seinen Ring, aber ich weiß nicht mehr genau, was da drin war. So, ich loote jetzt erstmal dem seine geile Kiste. So. Ja, die Briefe habe ich schon, wie gesagt. Minks, die ich schon ist voll, ich brauche irgendwann, der nochmal zwei Platz hat, irgendwie. Ich habe noch ganz genau zwei Platz und Khalid hat noch ein bisschen. Ne, Khalid ist auch fast voll. Der hat nämlich die ganzen Yahira-Sachen. Hm, ja, egal, dann warte mal, hol das einfach mal. Habe ich vielleicht noch. Ach, ich kann hier bei meinem Typen, kann ich noch den Köcher ein bisschen auffüllen. So, dann kriegt die Mauern 14 Pfeile von mir und dann habe ich hier 3x20 noch im Köcher, das ist gut. So, dann schnappe ich mir mal. Khalid, hau ab. Kann ich die Nibbins unbedingt sein muss? Du Streber. Ich hab 35 Leben. Yay. Ich hab 31 jetzt, ne? Ja. Ja. Nee, doch, ich hab. Nee, das bist du. Oh. Ja, ich hab 35. Sag mal, das magische Teil, was der hatte, ne? Das kann ich das haben. Weil du hast ja jetzt schon den magischen Ring. Falls der jetzt nicht verflucht ist, wäre das sehr fair von dir. Ja, kann ich machen. Wir müssen das erstmal alles identifizieren lassen oben, also von daher. Ja, okay, dann reden wir. Ja, ich rede mal. Ein bisschen. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon endlich. Viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin. Okay, ich lasse dir das mal ausreden. Endlich bin ich aus der trüben Gefangenschaft befreit. 85 Tage als Zwerg leben zu müssen, das ist viel zu lang für einen Elfen. Um euch scheint es nicht besser bestellt zu sein als um mich. Doch meine Freiheitsliebe gebietet mir, meine Zauberkräfte in den Dienst eurer Sache zu stellen. Ich heiße Xan. Wollen wir gemeinsam das Unmögliche wagen? Aber sicher, ihr könnt euch uns gerne anschließen. Ein zusätzliches Paar Hände kann nur hilfreich sein. Vor allem, wenn es mächtige Magie ausübt. Boah, ich hab's heute wieder voll drauf. Ich danke euch. So unwirksam unsere Handlungen auch sein mögen, werde ich dennoch nicht ruhen, bevor ich euch nicht bezahlt habe. Wenn ihr Malayas Schatz durchsucht habt, habt ihr vielleicht doch noch ein Schwert bei dem Dokumenten gefunden. Das Schwert ist eine Mondlinge und mein kostbarster Besitz. Peace, Bros. Oh, der sieht ja nett aus. Das Foto von dem ist einfach der Hammer. Okay, pass auf, da kriegt er jetzt mal erstmal seine Sachen zurück. Hast du die Mondlinge? Ja. Ja, ich hab die. So, dann kriegt der. Ach so, du hast den. Dann gibst du mir am besten Minks. Wo ist denn die Mondlinge jetzt hin? Hm? Die hab ich gar nicht, die hast du. Ja, die ist bei dem Inventar. Aber ich kann die nicht ausrüsten. Ja. Alter, der hat ja nur, ja, der hat ja nur 7 Leben, Alter. Scheiße. Warte mal. So, ich switch jetzt hier mal ganz schnell was um. Weil ich kann mit Zauberer nicht umgehen, das weißt du ja. So, jetzt hast du den. Jetzt kannst du ihn noch ausrüsten. Und ja, jetzt alles mein tun? Mimon und den Zauberer, Nerd da. Hm. Ich hab jetzt eine Haut drauf Truppe auf jeden Fall. So, alle Zaubersprüche würde ich sagen, kommen zu dem, oder? Ja, jetzt ist nur die Frage. Ach ja, genau, du hast ja jetzt Mengs. Ich hab den ja gar nicht mehr. So. Behalten wir den Typen jetzt dauerhaft oder holen wir uns jemand anders? Das entscheiden wir später. Weil du weißt schon, dass wir für Minks auch noch dem seine olle Zaubertusse dabei frei müssen, ne? Ja, die lassen wir einfach sterben. Ja, können wir auch machen, aber ich glaube, die ist besser als sein. Ich meine, der Typ hat 7 Leben. Der wird von einem Pfeil getroffen und ist tot. Was hast du da eigentlich für Schrifträume bei dem Inventar? Die haben wir schon nach einer ganz langen Zeit. Das ist, Steckbriefe kann das sein? Nee, das sind so. Das eine davon ist Kopfgeld ausgesetzt und das andere ist so ein Brief an so eine Frau. Ich weiß gar nicht, woher wir den haben. Haben wir den gelesen? Ja, bestimmt, ich glaube schon. Ach, eine deiner Waffen ist übrigens zerbrochen. Oh. Okay, pass auf, ich lese mal die Briefe vor, die hier Malahay geschrieben hat. Wo sind die? Ja, die sind bei mir im Inventar. Welche, den oberen oder den unteren? Ich fange mit dem oberen an. Kannst du den öffnen? Nein. Ja, dann kannst du jetzt irgendwas looten und bei dir ein bisschen was einstellen, während ich den Zuschauer mit meiner sanften Stimme verwöhne. Ja, mach das. Mein Diener Malahay, die Kobolde, das mineralische Gift, die ihr angefordert habt, sind bereits auf dem Wege zu euch. Eure Aufgabe besteht darin, jegliches Eisenerz, das die Mine verlässt, zu vergiften. Ihr dürft auf keinen Fall eure Anwesenheit bei den Minenarbeitern preisgeben, sonst werdet ihr von Soldaten der dortigen amnischen Garnison belagert. Meine Vorgesetzten haben vor kurzem die Dienste der Söldner der Schwarzen Krallen und der Kalten Hand angeheuert. Mit der Unterstützung dieser Soldaten sollte es mir möglich sein, Eisenkarawanen, die aus Richtung Süden und Osten in die Region eindringen, zu überwältigen. Ich habe keine Lust, mich mit Eisen aus den Minen von Nashgal herumzuärgern, also erledigt eure Aufgabe erfolgreich. Tarsok. Zweiter Brief. Ja, warte. Ach ja, klar, kann ich ja nicht öffnen.
Mein Diener Malahay, euer Fortschritt im Aufhalten des Eisenerzlieferungen lässt zu wünschen übrig. Wie dumm müsst ihr sein, wenn ihr euren Kobolden erlaubt, die Minenarbeiter zu töten. Da eure Anwesenheit nun aufgedeckt ist, solltet ihr euch von Feinden in Acht nehmen, die den Auftrag haben, euer Tun ein Ende zu setzen. Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe, und wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr eure Aufgabe entbunden. Ich werde euch die Kobolde, die ihr angefordert habt, nicht senden, da ich alle meine Truppen dazu benötige, die Eisenlieferungen in dieser Region aufzuhalten. Gleichzeitig sende ich euch mehr von dem mineralischen Gift, um das ihr gebeten habt. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, so sendet eine Nachricht an meine Kontaktperson in Beregost. Sein Name ist Tanzig und er wird sich in Feldpost Wirtshaus aufhalten. Tarzok. Dann würde ich sagen, ist unser nächster Auftrag ganz klar. Wir müssen diesen Typen in Beregost finden. Ja, würde ich auch sagen. Aber vorher müssen wir noch in Naschkel vorbei. Schon gut. Und wir müssen noch dem Typen sein Dolch wiedergeben. Oh, das ist so unwichtig, Mann. Ich weiß, aber es ist eine Quest, die wir erledigen können. Ja, das ist voll der Umweg, Alter. Der Malahay hat sich hier unten schön eingerichtet, oder? Ja. Ist nur dummerweise trotzdem unter der Erde. Okay, pass auf, ich hab einen Vorschlag. Ja. Wir werden jetzt gleich erstmal wir werden den Dolch jetzt einfach nach Hause bringen, in unser Häuslein, und dann werden wir den da liegen lassen, und eines Tages, wenn wir dann Lust haben, wenn wir dann irgendwelche Quests machen wollen, dann blättern wir durch unser Questbuch, finden diese Quest und können sie dann immer noch erledigen. Ja, okay, passt. Das vergessen wir eh nicht. Ja, es wird auf jeden Fall eine Zeit geben, wo wir mal einfach wieder Nebenquests machen werden. Zum Beispiel haben wir jetzt ja sehr viel Hauptquests gemacht in den letzten zwei Sessions. Da können wir jetzt ja die nächste uns wieder mit Nebenquests beschäftigen. Übrigens, dafür reisen wir bald nach Ukaster. Ich hab da so Bock drauf. Ja, das können wir von mir aus gerne machen. Jetzt würde ich sagen, wenn ich schnell ausgegangen, ich habe keinen Bock, wieder alle Etagen hochzulaufen. Ja, ich bin beschäftigt. Ein Bischlet. So, da hinten ist der Schnellausgang, ja. Der wurde vom Grünschlicken bewacht. Der Xanan hat aber keine Robe, kann das sein? Alter, der hat 50 Milliarden Zauber in seinem Inventar. Ja, wobei ich gerade überlegen bin, ob wir die nicht lieber diese einen Zaubererin geben, die wir gleich abholen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die besser ist, weißt du? Xan habe ich damals sogar mitgenommen, bis zum Ende. Ich fand den ganz cool. Ehrlich? Ich konnte ja nicht ausstehen. So, ich glaube, wir haben irgendwie. Ja, der redet halt so wie so ein richtig Bekiffter, das ist halt so. Oh Gott, ja, stimmt. Weißt du, wer wieder falsch gelaufen ist? Überholen! Die ist komplett falsch gelaufen. Oh Gott, nee. Sie müssen ihre Runde Scheiße. Bevor sie weiterziehen können. Boah, ich habe jetzt auf jeden Fall das intellektuelle Quartett mit Minx, nicht Quartett, Trio, mit Minx, meinem Typen und Khalid. Khalid Intelligenz 12, mein Typ Intelligenz 12, Minx Intelligenz 8. Der Hammer, Alter. Ich hab hier mal meine taktische Truppe. Meiner steht immer vorne, haut drauf, immer ein Snap von hinten alles weg, und dann habe ich noch irgend so einen komischen Zauberer. Taktische Truppe. Ja. Taktische Truppe und haut drauf und Intelligenz-Trio. Verein! Ach ja. Oh Gott, ey. Ja, das wird noch witzig in diesem Spiel. Stärkster besiegter Gegner Basilus ist also bei meinem Typ mit der Gruppe verbrachte Zeit 18 Tage und 21 Stunden. Lieblingszauber, falls zutreffend, leichte Wunden heilen. Mehr kann er auch nicht. Lieblingswaffe Bastardschwert. Also, wo steht das? Das ist, glaube ich, unter Informationen beim Charakter. Muss ich mir gleich mal angucken, was mein stärkster besiegter Gegner ist, ey. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt auf irgendeiner unerforschten Karte. Das ist ja geil. Mal gucken. Ja, da waren wir noch nicht. Das ist ach, hey, wo ist die denn? Ja, okay. Ach, was guck mal an. Okay, dann würde ich sagen, erkunden wir die jetzt so teilweise und dann geht's erstmal nach Naschkel Belohnungen einstreichen. Ja, ich bin dafür, wir gehen direkt irgendwie nach Naschkel. Wir müssen unbedingt unsere Sachen lernen. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Gut, da hast du auch wieder recht. Und wir müssen identifizieren, was das Zeug hält. Oh ja. Ey, du Scheißgeil. Ankeck. Oh fuck. Oh nein. Wir fliehen, oder? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Der ist wohl in der Nähe von Imoen. Boah, krass, Alter. Da hätte ich sehe ihn nicht sehen. Oben am Bildrand. Kurz vor dem Schwarz. Da ist so ein kleiner. Nee. Leute, wir machen es euch spannend. Wir fliehen jetzt vor dem. Und in der nächsten Folge, das kann ich euch versprechen. Oder ich kann es nicht versprechen. Entweder gehen wir nach Ulcaster oder wir gehen das erste Mal Ankels jagen. Was meinst du, Philipp? Oh, ist mir eigentlich egal. Können wir schon Ankels jagen? Ja, ne? Das machen wir aber erst in der nächsten Session. Ja, okay. Weil wir gemein sind. Okay, dann fliehen wir jetzt. Ja. Sehr wohl.
Achte darauf, dass man den nicht sehen kann. Ich wollte schon gerade suchen gehen, Alter. Ja, naja. Nee, sieht man nicht. Bevor sie weiterziehen okay, können. Sehr gut. So, Nashkaloja Jahrmarkt. Wir haben sogar Durlaks Turm, Alter. Was ist denn Durlaks Turm? Von dem Erweiterungsset. Aber das ist mega schwer, da gehen wir noch nicht rein. Nee, dann Nashkel. Ja, das habe ich auch in die Beschreibung deswegen extra so geschrieben. Baldur's Gate 1 plus Baldur's Gate 1 Legenden der Küste. Das ist die längste Beschreibung, die ich jemals getippt habe, ich sag's dir. So! Die Reise dauert 16 Stunden. Endlich wieder in zivilen Gegenden, ey. Die Musik ist auch direkt schön. Ja, ich habe keine Musik, aber es ist trotzdem schön. Ach ja. So, wir müssen zum Bürgermeister. Der sammelt sich dann, ich weiß gar nicht. Boah, hast du? Ich glaube, der nimmt uns dann nur dieses Gift und dieses Eisen weg und die Briefe. Und ich glaube, dieses Symbol müssen, glaube ich, wieder beim Tempel abgeben, meine ich, ne? Nee, ich glaube, das Symbol will der auch haben. Ja? Ja. So, wir können mit dem Typen da reden. Bei dem können wir entweder 1000 Goldmünzen bekommen oder einen Ruf mehr. Warte mal. Ja. Eine Sache ist noch interessant bei den Briefen. Und zwar lese ich mir das jetzt nochmal ganz kurz, wo der ist, diese Kontaktperson. Transig und Feldpost Wirtshaus. Das müssen wir uns merken. Transig. Wenn wir uns die Briefe nämlich abnehmen, können wir das nämlich gleich nicht mehr recherchieren. Ja, doch, steht bestimmt dann. Das wird dann im Tagebuch stehen, denke ich mal. Wenn das irgendwas Wichtiges ist, steht es immer im Tagebuch. Nee, steht nicht im Tagebuch. Ich habe auch schon nachgeguckt gerade. Okay, ich würde sagen, wir holen uns den Ruf mehr. Ja, okay. Oh, ihr seid schon wieder da. Nein, sprecht nicht weiter. Es käme mir nie in den Sinn, euch auch nur einen Blick auf eure verdiente Belohnung warten zu lassen. Als ich vom Rat erfuhr, dass man Graulwurf damit beauftragt hatte, die Wälder von den Räubern Tanquin zu befreien, wusste ich, dass die Gerechtigkeit rasch ihren Lauf nehmen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde, aber wer sonst könnte es sein, der durch die Stadt schreitet und so aussieht wie ihr? Ich bitte euch, diesen kärglichen Betrag von 200 Goldmünzen sowie den tief empfundenen Dank aller Einwohner von Nashkel anzunehmen.